Das Wasser im Brunnen ist ganz sicher nicht trinkbar. Es stinkt bestialisch. Das Wasser im Brunnen ist ganz sicher... Georges Trödelladen. Das muss der Laden sein, von dem François erzählt hat. An der Tür wurde eine Notiz festgemacht. Bin in Rosies Pub. George. Er bewacht den Eingang des Pubs. Buenos noches. Buenas noches. Ich bin den ganzen Tag gereist und bräuchte etwas zu essen und zu trinken. Da müssen Sie woanders hingehen. Ich kann Sie nicht reinlassen, Senor. Ist der Pub geschlossen? Ich kann drinnen Stimmen hören. Natürlich haben wir geöffnet, aber nur für geladene Gäste. Ich will nur meinen Durst löschen. Ist das denn hier kein Pub? Kein Pub, Senor. Das ist ein ordentliches Restaurant, keine schmierige Kneipe. Ich habe genug Geld, wenn es das ist, worauf Sie hinaus wollen. Offensichtlich sind Sie hier neu. Deshalb werde ich Ihnen erklären, wie die Dinge laufen. Heute ist Pokernacht und nur Gäste, die persönlich von Signora Rosi eingeladen wurden, dürfen eintreten. Comprende? Kommen Sie also morgen wieder. Und wenn ich auch spielen möchte? Nur einheimische Spieler und ihre Verwandten dürfen rein und Sie kenne ich nicht, Senor. Also, wie wäre es, wenn ich Ihnen $30 gebe? Wie klingt das? Die Spieler geben mir dreimal so viel, um sicherzustellen, dass sie ungestört spielen können. Aber ich denke, es gibt da etwas, das sie für mich tun könnten. Ich höre. Sagen Sie Isabella, sie soll herkommen und ich werde eine Ausnahme machen. Das sollte ein Kinderspiel sein. Wo wohnt sie? In dem gelben Haus. Aber nehmen Sie sich vor Ihrer Mutter in Acht. Das ist eine wahre Furie. Okay, ich kümmere mich darum. Entweder ist niemand zu Hause oder alle schlafen tief und fest. Er stinkt nach Tequila. Das kann ich sogar von hier riechen. Zum Teufel kann das wieder sein? Es ist nach Mitternacht. Was wollen Sie? Haben Sie eine Ahnung, wie spät es ist? Und wer sind Sie überhaupt? Das ist eigentlich nicht wichtig. Ich habe eine Nachricht für Sie. Naja, eher für Ihre Tochter. Was wollen Sie von meiner Isabella? José schickt mich. Er will, dass sie zu ihm kommt. José? Dieser Schuft? Dieser Lustmolch? Und was denken Sie, was er wohl mitten in der Nacht von ihr will, ha? Sagen Sie ihm, dass Isabella so spät nicht mehr arbeitet. Sie schläft, wie jeder anständige Bürger. Aber ich schlafe gar nicht. Du gehst nirgendwo hin, verstanden? Was will denn dieser Gauner überhaupt von ihr? Hat er Ihnen das auch gesagt? Er sagte nur, dass er sie sehen möchte, mehr nicht. Vielleicht will er mir das Geld geben, das er mir von letzter Woche noch schuldet. Zu allem Überfluss schuldet er dir also auch noch was, hä? In Ordnung. Reden wir Tacheles. Ich werde Isa herauslassen, aber erst müssen Sie mir meinen Mann nach Hause bringen. Bevor er alles versäuft, was er bei sich hat, comprende? Moment mal, ich werde nicht für jeden hier den Botenjungen spielen. Naja, entweder bringen Sie ihn her oder sein Geld. Sonst wird Isa das Haus nicht verlassen. Sie müssen gar nicht so schreien. Ich bin Ihnen nichts schuldig, okay? Entschuldigung, Senor, aber dieser Mistkerl bringt mich immer wieder auf die Palme. Woran erkenne ich denn Ihren Mann? Ganz einfach. Er stinkt 100 Meilen gegen den Wind und wird wahrscheinlich nicht weit entfernt irgendwo herumliegen, dieser räudige Bastard. Ich werde hier auf Sie warten. Gehen Sie endlich! Hey Mann, können Sie mich hören? Aufwachen. Mm. Mm.
Aufwachen, verdammt! Hat keinen Zweck. Der schläft wie ein Toter. Eine kleine Metallschüssel. Ich habe sie mit Wasser gefüllt. Teufel ist dann los. Ich habe versucht, sie aufzuwecken, und anders ging es nicht. Mich aufwecken? Und warum, um Himmels Willen? Ihre Frau sucht sie. Diese alte Drachen? Und darum wecken Sie mich so auf? Sagen Sie der verfluchten Furie, sie soll mich in Ruhe lassen. Naja, eigentlich ist sie mehr an dem Geld interessiert, das Sie bei sich haben. Schon klar. Sie liebt es, mich komplett zu rupfen. So sieht's nämlich aus. Geben Sie mir einfach, was Sie bei sich haben sollen, und ich bringe es ihr. Ich habe nichts. Ich habe heute Abend alles versaffen. Ja, es war eine gute Nacht. Sie hätten dabei sein sollen. Hören Sie, ich muss in diesen Pub, aber der Türsteher wird mich erst reinlassen, wenn ich ein Mädchen namens Isabella mitbringe, die wiederum das Haus nicht eher verlassen kann, als bis ich ihrer Mutter das Geld gebracht habe, das Sie nicht haben. Kapiert? Vielleicht. Das habe ich erwartet. Das hat doch alles keinen Zweck. Haben Sie wenigstens etwas Wertvolles? Geben Sie es mir und ich werde das Geld für Sie zahlen, damit dieser ganze Zirkus ein Ende hat. Ich habe aber nur das, was ich am Leibe trage. Oh Mann, von dem kann ich nichts erwarten. Dann buenas noches. Sie haben mir kein Stück geholfen. Wo ist er jetzt? Er war so betrunken, dass er nicht mehr auf seinen eigenen Füßen stehen konnte, richtig? Ja, so könnte man es sagen. Aber ich habe das Geld. Was denn? Hat er es Ihnen einfach so gegeben? Da stimmt was nicht. Naja, wenn Sie es nicht wollen. Einen Augenblick! Das habe ich nicht gesagt! Geben Sie es her, oder ich rufe um Hilfe! Was? Ich kümmere mich um diesen verdammten Säufer und Sie... Ach, vergessen Sie's. Hier ist das Geld. Mehr als ich erwartet hatte. Das hat er bestimmt beim Poker gewonnen. Nur gut, dass Sie es hergebracht haben. Aber jetzt bin ich an der Reihe. Danke, Fremder. Und jetzt lassen Sie mich in Ruhe. Ich will wieder zurück in mein Bett. Muss morgen früh raus und zum Markt. Sonst verkaufe ich wieder nichts. Buenas noches. Gern geschehen. Es gibt nichts zu bereden. Ich habe getan, was Sie wollten. Sie hatten Glück, dass Ihre Mutter schlief. Sie hat nicht geschlafen. Sie müssen mit Engelszungen gesprochen haben, um die umzustimmen. Etwas in der Art. Kann ich jetzt rein? Nein, können Sie nicht. Und warum nicht? Wir hatten eine Abmachung, oder nicht? Oh, eine Abmachung, Sie. Aber Sie müssen mich entschuldigen, Senior. Ich habe ganz vergessen, dass Sie eine Spielmarke für den Eintritt brauchen. Ohne kann ich Sie nicht reinlassen. Heute ist doch Spielernacht, erinnern Sie sich? Sie haben aber keine Spielmarke erwähnt. Ich werde Ihnen eine bringen. Aber wagen Sie es nicht, noch was zu vergessen.
Jeder, der eine Spielmarke vorzeigt, darf rein. So will Rosie es. Mir egal, wo sie eine herbekommen, comprende? Comprende. Sie waren den ganzen Abend in Rosies Pub, was? Da können Sie Ihren Hintern drauf wetten. Was für eine Nacht. Dann haben Sie wahrscheinlich auch die Spielmarke für den Eintritt. Natürlich. Ohne die komme ich nicht rein. Würden Sie sie mir überlassen? Naja, sieht nicht so aus, als bräuchte ich sie heute noch. Doch haben Sie wohl recht. Ach, zum Teufel, nehmen Sie sie. Schließlich haben Sie meine Schulden bezahlt. Und trinken Sie einen Tequila auf mich. Eine eher wertlose Casino-Spielmarke. Ich habe die Spielmarke. Lassen Sie mich jetzt rein? Kein Problem, Senor. Willkommen bei Rosie. Viel Glück beim Spielen. Er sieht aus, als hätte er heute schon mehrmals ins Glas geguckt. Möchten Sie etwas trinken, Senor? Nicht wirklich. Ich suche eher nach einer Unterkunft. Bieten Sie auch Zimmer an? Haben Sie über unserer Tür ein Schild mit der Aufschrift Vagabundennest gesehen? Das ist ein feines Restaurant, comprende? Natürlich. Haben Sie jetzt ein Zimmer oder nicht? Ich bin hundemüde. Bestellen Sie einen Drink oder verschwinden Sie? Okay. Das heißt dann wohl nein. Tequila, Senor? Haben Sie außer Tequila noch etwas anderes? Okay. Wie wäre es mit einem Bier? Sie haben doch Bier da, oder nicht? Ist mein Tequila nicht gut genug für Sie? Es ist der beste weit und breit und hausgemacht. Ich hätte lieber ein gut gekühltes Bier. Ein richtiger Mann trinkt Tequila. Ich möchte mich nicht betrinken, sondern bin einfach nur durstig. Okay, ich sag Ihnen mal was. Warum gehen Sie dann nicht in eine Milchbar? Wirklich ein unbezahlbarer Ratschlag. Wo kann ich George finden? Er sitzt gleich da drüben, der durstige Mann mit dem leeren Glas vor sich. Sie können ihn nicht verfehlen, Senor. Folgen Sie einfach dem Tequila-Geruch. Danke. Wie wär's mit einem Tequila? Nicht jetzt. Er sieht aus, als hätte er eine Menge getrunken. Ich schätze, Sie sind neu hier, richtig? Das ist leicht zu sehen. Wollen wir zusammen einen heben? Nein, danke. Ich möchte jetzt nichts trinken. Mein Name ist Martin Holen. Ich komme aus Europa und bin auf der Suche nach einer Unterkunft. Wir haben einen gemeinsamen Freund, der mir sagte, ich solle Sie aufsuchen. Und wer ist diese Person, von der Sie da reden? François de Wilde. Ah, François' Freunde sind auch meine Freunde. Wie geht's denn meinem alten Kumpel? Darüber möchte ich jetzt lieber nicht reden. Schon klar. Ich habe schon ein paar Tequila-Intus. Aber morgen erzählen Sie mir von ihm. Abgemacht? Sicher, aber jetzt würde ich wirklich gern ein wenig schlafen. Ich bin seit über 20 Stunden unterwegs. Das sollte kein Problem sein. Ich habe ein freies Zimmer. Können wir dann gehen? Ja, warum nicht? Ich habe genug für heute. Gehen wir zu Bett. Folgen Sie mir. Da wären wir also. Ihr Zimmer ist oben. Es ist nichts Besonderes, aber ich hoffe, es wird seinen Zweck erfüllen. Hier ist der Schlüssel. Danke. Wie viel schulde ich Ihnen? Ach, vergessen Sie's. Sie sind mein Gast. Danke, ich werde geradewegs ins Bett gehen. Bis morgen dann. Viele saftige Früchte. Später nehme ich vielleicht ein paar mit auf mein Zimmer. Ein Museumsstück. Ich bezweifle, dass er noch funktioniert. Das Regal ist voll mit verpfändeten Sachen. Das meiste davon ist unnützer Kram.
Ein freundlicher Mann. Hallo. Haben Sie gut geschlafen? Wie auf Wolken. Die Reise von Europa hierher ist mir endlos vorgekommen. Ja, das glaube ich gern. Was führt Sie eigentlich nach Mexiko? Das ist eine lange Geschichte. Und wie geht es François? Ich habe seit Ewigkeiten nichts mehr von ihm gehört. Nun sehen Sie, leider, Onkel François weilt nicht mehr unter uns. Ach, das tut mir sehr leid. Wir waren so viele Jahre lang befreundet. Aber so ist das Leben. Jeder muss irgendwann einmal gehen. Warum haben Sie mir nicht sofort gesagt, dass Sie sein Neffe sind? Naja, ich hielt es nicht für den richtigen Zeitpunkt. Das ist wahr. Ich hatte gestern nur Tequila im Kopf. Danke, dass Sie es mir erzählt haben. Ich werde den heutigen Abend damit verbringen, an die gute alte Zeit zu denken. Lassen Sie mich wissen, wenn Sie etwas brauchen. Ich habe in einem sehr alten Tagebuch etwas über den Tempel des Jaguars gelesen. Wissen Sie zufällig, wo ich ihn finden kann? Sie vergessen wohl, dass Sie mit einem alten Reisenden und Abenteurer reden, mein Freund. Natürlich kann ich Ihnen sagen, wo Sie den Tempel finden. Also, hören Sie gut zu. Verstanden. Tausend Dank. Nicht der Rede wert. Mein Onkel erzählte mir vom Tempel der Morgenröte. Wissen Sie, wo ich ihn finden kann? Natürlich. Ich war zusammen mit François dort. Es scheint mir erst gestern gewesen zu sein. Haben Sie zufällig eine Karte? Hier. Ich werde Ihnen seine Lage einzeichnen. Folgen Sie der Straße nach Westen, dann bis zum Wasserfall am Fluss entlang. Sie werden ihn schon von Weitem sehen. Er thront hoch über dem ganzen Tal. Oh, das sollte ausreichen, um ihn zu finden. Nur noch mehr Früchte. Sir ist ein Tourist, Sie? Ich habe alles für einen Tourist, Senior, wie Sie. Alte Statuen und Talismane, alles sehr alt und echt. Natürlich. Sehen Sie sich nur um, ich habe alles, was Sie sich vorstellen können. Oder möchten Sie lieber etwas zu essen? Nein, danke. Aber die Statue da drüben gefällt mir. Sie sieht alt aus. Woher haben Sie sie? Alles ist alt. Alles ist echt. Sisi. Ich nehme sie. Was soll sie kosten? $30. Sie ist sehr alt. $30, Sie? 30 sind zu viel. Ich werde Ihnen 10 geben. $20. Die Statue ist echt und sehr alt. Sie? Okay. $20. Und ich schenke Ihnen dieses Pulver. Daraus kann man gutes Öl machen und es brennt großartig. Hier ist das Geld und behalten Sie das Pulver. Muchas gracias, Señor. Sie sieht alt aus, deshalb habe ich sie auf dem Markt gekauft. Getrocknete Früchte, Gewürze und verzierte Vasen. Nichts für mich. Ich muss zum Tempel der Morgenröte, aber ich habe kein Transportmittel und zu Fuß komme ich auf keinen Fall dorthin. Ich habe draußen einen Jeep gesehen. Wissen Sie vielleicht, wem er gehört? Ich würde ihn gern mieten. Er gehört mir. Sie können sich ihn gern ausleihen, allerdings ist lange niemand mehr damit gefahren. Ich würde gern mitgehen, wie in den guten alten Zeiten. Aber ich muss im Geschäft bleiben. Ich verstehe. Vielen Dank für den Jeep. Keine Ursache.
Ich folgte dem Weg, so wie George es beschrieben hatte. Und schon bald tauchte die Silhouette des gewaltigen Tempels der Morgenröte vor mir auf. Ein typischer Tourist. Hallo, mein Name ist Archie. Naja, eigentlich Archibald, aber Sie können mich Archie nennen. Sind Sie auch hier, um die Schönheit des Tempels zu bewundern? Ja, so könnte man das wohl sagen. Es ist wunderschön hier, finden Sie nicht auch? Alles ist so aufregend und imposant. Wissen Sie, ich habe mich schon seit Jahren auf diese Reise gefreut. Ich musste lange dafür sparen, aber jetzt bin ich endlich hier. Zu schade, dass Alice mich auf dieser überwältigenden Reise nicht begleiten konnte. Alice ist übrigens meine Frau. Sie liebt Mexiko, müssen Sie wissen. Wie kommt es, dass Sie allein hier sind? Ich habe mich ein wenig verspätet. Die anderen sind in der Zwischenzeit schon gegangen. Sagen Sie, dürfte ich Sie um einen Gefallen bitten? Da Sie zu Hause bleiben musste, wären meine Frau und ich mehr als begeistert, wenn ich wenigstens ein Foto von dieser Pyramide mit nach Hause bringen würde. Und was hält Sie davon ab, eins zu machen? Oh, ich habe schon 2 Filme mit Bildern der Pyramide und der Umgebung verknipst. Aber ich hätte auch gern ein Bild vom Innern der Pyramide. Das wäre ein absoluter Höhepunkt für uns. Ich würde Ihnen ja gerne dabei helfen, aber ich habe genug eigene Probleme. Ach, kommen Sie schon, mein Freund. Es kostet Sie nichts und Sie würden meine Frau überglücklich machen. Sie hat sich so darauf gefreut, hierher zu kommen. Und dann musste sie zu Hause bleiben. Sie ist krank, wissen Sie. Warum machen Sie das Foto nicht selbst? Das Problem ist dieser Archäologe. Er erlaubt es nicht, Fotos in der Pyramide zu machen. Aber vielleicht können Sie ihn überzeugen. Einverstanden, ich werde es versuchen. Aber ich kann Ihnen nichts versprechen, okay? Fantastisch! Das ist echt nett. Vielen Dank. Wenn Sie zurück sind, werde ich Ihnen eine kleine Belohnung für Ihre Mühen geben. Etwas, das ich in der Nähe dieser kleineren Pyramide fand. In Ordnung, warten Sie hier. Es wird eine Weile dauern. Klar, ich würde um kein Geld der Welt ohne dieses Foto gehen. Es sind noch 12 Bilder übrig. Nichts ist passiert. Eine genau geformte Öffnung im Stein. Die Statue ist zu groß. Sie wird nicht in die Öffnung passen. Das passt hier nicht hinein. Das passt hier nicht hinein. Die Statue ist zu groß. Sie wird nicht in die Öffnung passen. Ein Kältehauch kommt daraus. Es muss sehr tief hinuntergehen. Der Boden ist nicht zu sehen. Da unten ist Wasser. Vielleicht war dort früher einmal ein Vorrat an Trinkwasser. Verschiedene Gegenstände von der Grabungsstätte, meistens Töpferwaren. Höchstwahrscheinlich werden sie in einem Museum enden, nachdem sie wiederhergestellt worden sind. Er arbeitet akribisch. Guten Tag. Eher ein ziemlich heißer Tag. Woher kommen Sie? Sie sehen nicht aus, als ob Sie schon lange hier wären. Richtig, ich bin erst gestern angekommen.
Mein Name ist Martin. Ich komme aus Europa. Mein Name ist Pierre. Ich arbeite hier zusammen mit Paul und Pedro, unserem Assistenten. Wir sind erst einen Monat hier, weil wir vorher keine Genehmigung bekamen. Und, haben Sie schon etwas Interessantes gefunden? Alles, was ich finde, ist für mich interessant. Wenn ich mir vorstelle, nach tausenden von Jahren der erste Mensch zu sein, der diese Sachen in Händen hält, ist das ein überwältigendes Gefühl. Oh, das kann ich mir vorstellen. Aber ich muss jetzt gehen und will Sie nicht weiter aufhalten. Viel Glück bei Ihrer Arbeit hier. Danke. Hallo? Was macht die Arbeit? Es würde besser laufen, wenn es nicht so heiß wäre. Verdammter Dschungel. Warum muss der Weg zum Schatz immer der anstrengendste sein, hä? Und diese Moskitos machen mich wahnsinnig. Selbst nachts hat man keine Ruhe vor ihnen. Der Weg zum Schatz? Was? Habe ich das gesagt? Das muss an der Hitze liegen. Ich meine natürlich den Weg zur Erkenntnis. Die Archäologie ist eine wunderbare Wissenschaft, nicht wahr? Ganz sicher. Aber ich glaube nicht, dass Sie Archäologe sind. Nichts für ungut. Was soll das heißen? Nehmen Sie zum Beispiel Ihre Kleidung. Sie sind zum ersten Mal im Dschungel, nicht wahr? Naja, das ist wegen meiner Allergie und geht Sie überhaupt nichts an. Können Sie mir vielleicht etwas zu trinken anbieten, statt zu quatschen? Leider nicht. Schade. Meine Zunge klebt mir ständig am Gaumen. Woran arbeiten Sie da eigentlich? Wir heben das Grab eines Maya-Königs. Was? Hier? Der Ort ist ein wenig unpassend, oder nicht? Sie haben wohl nicht viel Ahnung von Archäologie. Ich grabe 1,50 Meter tiefe Löcher in den Boden, säubere Steine mit einem Pinsel und für Sie sieht es aus, als wüsste ich nicht, was ich tue? Ganz genau. Maya-Könige wurden nicht in der Erde bestattet. Können Sie dieses riesige Ding gleich neben uns sehen? Das nennt man eine Pyramide. Und dort liegen die Maya-Könige. Okay, Sie haben recht. Archäologie ist nicht ganz mein Fall. Offen gesagt finde ich das alles hier recht nervig. Und im Vertrauen, die Budelei macht mich krank. Und was machen Sie dann hier? Na gut, ich werde Ihnen sagen, warum ich hier bin. Ich kann das sowieso nicht allein durchziehen. Aber kein Wort davon zu niemandem. Ist das klar? Ich werde niemandem etwas sagen. Ich bin nicht hergekommen, um mich im Dreck zu suhlen wie diese anderen beiden Verrückten. Ich bin hier, um reich zu werden, damit ich den Rest meines Lebens damit verbringen kann, nichts zu tun. Und in dieser Pyramide ist mehr Gold, als ich mir je erträumt hätte. Okay, ich sage Ihnen auch mal was. Ich bin einzig und allein hier, um in diese Pyramide zu kommen. Klingt, als ob wir einander helfen könnten, was? Hört sich gut an. Aber ich bekomme den größeren Anteil. Ich interessiere mich nicht für das Gold. Was? Und das soll ich Ihnen glauben? Naja, das ist eine lange Geschichte. Glauben Sie mir einfach. Soll mir recht sein. Hören Sie zu. Ich denke, ich weiß, wie man hineinkommt. Ich habe den Öffnungsmechanismus gefunden. Okay, dann machen wir es heute Nacht. Ich habe keine Zeit zu verlieren. Abgemacht. Je früher ich verschwinde, desto besser. Kommen Sie nach Einbruch der Nacht zum Tempel. Ich werde da auf Sie warten. Ich werde dort sein. Sie hören jetzt lieber auf, mit mir zu reden, bevor mein Kollege Verdacht schöpft. Tempel der Morgenröte. Ein gewaltiges architektonisches Kunstwerk. Sie symbolisiert den unsterblichen Hüter des Tempels. Die Statue hat statt einer Nase eine seltsame Öffnung. In dieser Statue ist eine Art Trommel,
die da scheinbar nicht hingehört. Es lässt sich nicht bewegen. In der Öffnung der Statue ist nichts. Mit ein bisschen Glück könnte diese Statue in die Öffnung passen. Sie hat fast die richtige Größe. Ich schaffe es nicht, ihn herauszuziehen. Er sieht genauso aus wie der, den Archie mir gegeben hatte. Was machen Sie hier? Ich würde gern das Innere des Tempels untersuchen. Sehr interessant, nicht wahr? Entschuldigen Sie, aber ich kann mich nicht auch noch darum kümmern, Touristen die Geschichte der Mayas zu erklären. Oh, da haben Sie mich falsch verstanden. Im Grunde sind wir Kollegen. Ach, wirklich? Ich habe Archäologie und Linguistik in Frankreich studiert. In dem Fall sind Sie willkommen, Kollege. Entschuldigen Sie bitte meinen Auftritt von eben. Man trifft hier nicht oft auf verwandte Seelen. Ich bitte nochmals um Entschuldigung. Schon okay. Ich kann verstehen, dass Sie sich konzentrieren müssen. Ja, da haben Sie recht. Ich heiße Paul Vasquez. Martin Holan. Angenehm. Ich habe in den letzten Tagen versucht, diesen Text zu verstehen, der vom Grab eines Königs erzählt. Besser gesagt, des unsterblichen Königs. Vielleicht können Sie mir helfen. Was denken Sie? Gern. Warum nicht? Ich habe mich schnell mit Paul angefreundet. Er wusste meine Kenntnisse zu schätzen. Das Relief hat uns viel Zeit gekostet. Aber letzten Endes hat unser Eifer Früchte getragen. Der alte Text spricht von einem Gott, der als Unsterblicher wiederkehren wird, um seinem Volk im neuen Zeitalter den Wohlstand zurückzubringen. Ich kann dir gar nicht oft genug danken, Martin. Ich habe bereits 3 Tage erfolglos über diesen Text gebrütet, bevor du aufgetaucht bist. Oh, nicht der Rede wert. Ich werde jetzt nur noch meine Notizen beenden und es dann gut sein lassen für heute. Dürfte ich dich zum Dank zu einem privaten Abendessen unter freiem Himmel einladen? Wie wäre es heute Abend, unten im Lager? Danke, aber heute Abend habe ich keine Zeit. Ich muss die Einladung leider ablehnen. Wie schade. Komm einfach vorbei, wenn du deine Meinung noch änderst. Danke. Die Sonne gab diesem Tempel seinen Namen. Alte Symbole wurden um das Prisma eingraviert, 1 für jede Jahreszeit. Mein neuer Freund Paul. Darf ich dich um einen kleinen Gefallen bitten? Ich würde gern ein Foto des Tempelinneren machen. Ich kann nicht behaupten, besonders begeistert davon zu sein, aber okay. Du hast mir sehr geholfen und ich schulde dir was. Aber könntest du noch eine Sache für mich erledigen? Klar. Ich bräuchte von der Hauptgrabungsstätte ein paar Steinstücke, die wir vor kurzem gefunden haben. Ich würde sie gern mit meinen Aufzeichnungen vergleichen. Du musst nur meinen Kollegen sagen, dass ich dich geschickt habe. Ich verstehe. Ich würde ihn ja bitten, sie mir zu bringen, aber ich möchte, dass er dort bleibt, damit die Touristen kein Durcheinander anrichten. Kein Problem. Ich hole sie dir. Danke. Das Porträt eines alten Gottes der Maya. In der Mitte des Symbols ist ein kleiner Spalt. Thank you.
Bitte sehr. Das Innere der Pyramide in all seiner Pracht. Überwältigend. Alice und ich sind Ihnen von ganzem Herzen dankbar. Keine Ursache. Das war wirklich keine große Sache. Hier, nehmen Sie dieses Ding, von dem ich Ihnen erzählt habe. Es sieht zwar alt aus, aber ich habe keine Verwendung dafür. Und nochmals vielen Dank. Ich muss jetzt alles zusammenpacken und sehen, dass ich wieder zu meiner Gruppe komme. Wiedersehen und danke. Schon okay. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Aufenthalt hier. Er ist selbst dafür, dass er aus Stein ist, sehr schwer. Wer ist dieser Pedro? Gehört er zu Ihrer Gruppe? Naja, nicht so wirklich. Er hat sich uns als Assistent angeschlossen. Er ist zwar kein studierter Archäologe, dafür arbeitet er umsonst. Er greift uns ein wenig unter die Arme. Finden Sie es nicht ein bisschen seltsam, dass er ohne Bezahlung arbeitet? Er ist ein Laie, aber er sagt, dass Archäologie sein Steckenpferd sei. Wenn er etwas lernen möchte, warum nicht? Paul hat mich geschickt, um etwas für ihn zu holen. Ja, ich weiß. Er hat mir schon über Funk Bescheid gesagt. Ich habe alles dorthin gestellt. Bringen Sie ihm einfach die ganze Kiste. Und seien Sie bitte vorsichtig. Diese Bruchstücke sind sehr zerbrechlich. Ich werde gut aufpassen. Tonscherben, die zur Konservierung gereinigt wurden. Hier sind die Sachen, die ich holen sollte. Ausgezeichnet, danke. Leg sie bitte vorsichtig auf den Boden. Klar. Es passt perfekt hinein, aber nichts ist passiert.
Wenn ich es in den Händen halte, überkommt mich ein seltsames Gefühl. Es passt perfekt in die Mitte des Steins. Ich habe hier auf Sie gewartet. Die Nacht setzt ein und ich wollte sicher gehen, dass unsere Abmachung noch steht. Definitiv. Ich werde in ein paar Stunden zurückkehren. Wo sind Sie dann? Keine Angst, ich werde Sie finden. Wie Sie wünschen. Bis in etwa 3 Stunden. Ich kehrte zum Dorf zurück, um mir vor dem verabredeten Treffen mit Pedro ein wenig die Zeit zu vertreiben. Ich werde zurückgehen, wenn der Tempel der Morgenröte im Schutz der hereinbrechenden Nacht liegt. Señor Julan! Señor, bitte! Kommen Sie her! Was willst du von mir, Junge? Ich habe eine Nachricht für Sie. Eine Nachricht? Von wem? Sie sind doch Martin Julan, oder nicht? Ich darf es nämlich niemand anderem sagen, wissen Sie? Ja, das bin ich. Woher kennst du meinen Namen? Das kann ich Ihnen nicht sagen, aber Sie sehen so aus, wie er es mir beschrieben hat. Also hören Sie jetzt genau zu. Sie werden gebeten, jetzt gleich zu Rosis Pub zu kommen. Wenn Sie dort ankommen, werden Sie es verstehen. Moment mal, von wem kommt diese Nachricht? Wie sah er aus? Das darf und werde ich Ihnen nicht sagen. Wiedersehen, Senor. Warte doch mal. Hier kennt mich eigentlich niemand. Wer könnte wissen, dass ich hier bin? Hey, Senor! Nur Gäste, die von Madame Rosi persönlich eingeladen wurden, dürfen eintreten. Wird heute schon wieder gespielt? Ich hatte den Eindruck, dass das nur für gestern zutraf. Aber ich habe noch die Spielmarke, wenn Sie sie sehen wollen. Ach, Sie sind's, Senor. Ich habe Sie nicht sofort erkannt. Treten Sie ein und machen Sie, was immer Sie wollen. Danke. Das ist einer von Ihnen. Wie konnte er mich so schnell hier finden? Es ist zu spät, um zu verschwinden. Ich habe jetzt nur die Wahl herauszufinden, warum er mit mir sprechen will. Kommen Sie näher. Ich habe Sie erwartet. Überrascht? Was wollen Sie von mir? Das verstehe ich als ein Ja. Aber lassen Sie mich alles erklären. Sie sehen einen gebrochenen alten Mann vor sich, für den im Leben alles schiefgelaufen ist. Ich war naiv, zu hoffen, meine Arbeit nach so vielen Jahren beenden zu können. Ja, genau so ist es. Ich bin ein alter Einfallspinsel. Warum wollten Sie mich treffen? Ich weiß, dass Sie mir wahrscheinlich nicht glauben werden. Aber ich will wieder gut machen, was ich verursacht habe. Und Sie warnen. Es ist noch gar nicht so lange her, dass Sie versucht haben, mich zu töten. Und jetzt sagen Sie, dass Sie mir helfen wollen? Ja, Sie müssen mir glauben. Ich bin an einem Punkt angekommen, an dem ich nichts mehr zu verlieren habe. Meine Arbeit muss mit mir sterben. Angenommen, ich würde Ihnen zuhören. Was soll ich für Sie tun? Sie müssen Weißer Bär aufsuchen, den Ältesten der Mayas. Nur er kann Ihnen den Weg zur letzten Maschine des Lebens weisen. Und die müssen Sie zerstören. Ich habe keinen Grund, Ihnen zu trauen. Ich werde auf keinen Fall mit Ihnen gemeinsame Sache machen. Das wäre ein Fehler. Sie haben meinen Onkel umgebracht. Warum zum Teufel sollte ich Ihnen trauen?
Es sind die Hände meines Sohnes, an denen Blut klebt, nicht die meinen. Ich hätte ihren Onkel niemals getötet. Ich respektiere Menschen, die wie ich ihr Leben der Wissenschaft gewidmet haben. Und wo ist Ihr Sohn jetzt? Das weiß ich nicht. Er hat sich entschieden, die Maschine des Lebens allein zu finden. Die Gier nach Reichtum hat seinen Verstand benebelt. Finden Sie Weißer Bär. Ich werde Ihnen zeigen, wo er lebt. Ich werde darüber nachdenken. Gehen Sie jetzt. Mein Leben neigt sich dem Ende zu. Aber Sie müssen weitermachen. Finden Sie die Maschine und vernichten Sie sie. Die Menschen sind noch nicht bereit. Das habe ich erst jetzt verstanden. Okay, ich werde ihn suchen und ihn anhören, aber mehr kann ich nicht versprechen. Tun Sie, was Sie tun müssen. Leben Sie wohl. Leben Sie wohl. Wir haben nichts zu bereden. Ich wusste nicht, ob es eine weitere Falle war, aber etwas brachte mich dazu, daran zu glauben, dass es dieses Mal kein Hinterhalt sein würde. Mehrere Männer beobachteten mich von ihren Hütten aus, als ich die kleine Ansiedlung erreichte. Sie verhielten sich, als ob sie die Ankunft eines Fremden erwartet hätten. Und so betrat ich die größte aller Hütten, um Weißer Bär zu treffen. Komm näher. Ich habe dich erwartet. Setz dich bitte. Sie wissen, wer ich bin? Ja, ich kenne dein Gesicht zwar nicht, aber die alte Prophezeiung wird sich bald erfüllen. Du bist der weiße Mann, der aus der Welt jenseits des unendlichen Meeres kommt. Der eine, der Bote, der die lange verschollenen Symbole des Lebens wieder zusammenfügt. Der weiße Fremde, der die Götter wieder zum Leben erweckt. Du bist der Bote der Götter. Ich glaube nicht, dass ich der Mann bin, von dem Sie reden. Ich kam nur her, um den Traum meines Onkels zu verwirklichen. Um zu beweisen, dass außerirdisches Leben existiert. Die Prophezeiung lügt nicht. Du bist hier, um wieder gut zu machen, was deine Leute vor so vielen Jahren zerstörten. Weiße Leute, du musst die Symbole des Lebens wieder vereinen, um Anunnaki zurück in die Welt der Lebenden zu bringen. Aber wie? Und welche Symbole? Du hältst zwei von ihnen bereits in Händen. Ich kann ihre Gegenwart spüren. Ja, das ist der große Schlüssel des Lebens. Alles, was jetzt noch getan werden muss, ist, das letzte Symbol zu finden und ihre Kräfte zu vereinen. Das ist das Ziel deiner nächsten Schritte. Die Prophezeiung irrt. Was passiert, wenn ich alle drei habe? Bis es soweit ist, musst du nicht mehr wissen. Wenn die Zeit reif ist, werde ich dir sagen, was du so sehnlichst wissen möchtest. Wie finde ich den letzten Schlüssel? Ich darf die Prophezeiung nicht beeinflussen. Du musst deinen Weg allein finden. Mehr kann ich dir nicht sagen. Die Reise zu Weißer Bär und zurück zum Dorf hat mehrere Stunden gedauert. Es ist jetzt an der Zeit, mich auf das Treffen mit Pedro vorzubereiten und mir eine vernünftige Ausrüstung zu besorgen.
Ich könnte ein paar Ausrüstungsgegenstände brauchen, auf die ich mich verlassen kann. Seile, Lampen, solche Sachen eben. Schon klar. Ich habe alles, was man für eine richtige Expedition braucht. Ich selbst habe schon genug Expeditionen unternommen. Ich weiß, François hat mir sehr oft von ihren gemeinsamen Reisen erzählt. Die guten alten Zeiten. Aber gut, heute ist heute. Ich werde alles für Sie bereit machen und es hier auf der Theke deponieren. Einverstanden? Perfekt. Danke. Ich war froh, dass ich mich nach diesem anstrengenden Tag etwas ausruhen konnte. Nachdem die Nacht über Mexiko hereingebrochen war, ging ich die Treppe hinunter, um die Ausrüstung zu holen, die George vorbereitet hatte. Einige Meter festes Seil. Eine Kerosinlampe von George. Ein volles Benzinfeuerzeug. Ein Archäologenhammer. Sie mir. Beeilen Sie sich, bevor jemand aus dem Lager uns sieht. Sie haben ganz schön lange gebraucht. Ja, es ist eine lange Fahrt. Fangen wir an. Wo ist der Mechanismus? Keine Sorge, ich weiß, wo er ist. Ich halte mein Wort. Aber alles Gold im Inneren wird mir gehören. Abgemacht? Wie ich schon sagte, ja. Gut, fangen wir an. Erstaunlich, hä? Und niemand weiß davon. Jetzt müssen wir herausfinden, was wir damit machen sollen. Ich werde mir etwas überlegen. Treten Sie beiseite. Ich schätze, das schweißt uns zusammen. Ja, ja, aber gehen Sie da weg. Okay. François hat hier einige Notizen über numerische Systeme der Mayas hinterlassen. Das Vigesimalsystem beginnt mit Einsen, geht weiter zu den 20ern bis hin zu 400ern. Ein sehr kluges numerisches System für seine Zeit. Die Statue des Hüters, der Gott der Sonne und des Wassers.